Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kamp Lintfort und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. So, nicht anders. Heute fahren wir einen Ford Ranger. Ja, und zwar den ganz großen 212 PS Diesel. Ich habe langsam so an den ganzen Pickup-Geschichten Gefallen gefunden. Ja, also wir haben die X-Klasse umgebaut und wir haben den Nissan Navara umgebaut, zusammen mit dem Autohaus Brümmler. Die Teile kriegt man auch bei dem Autohaus Brümmler exklusiv. Und jetzt machen wir einen Ranger. Ja, die Teile verkaufen sich überraschend gut, die wir gebaut haben, wie für die X-Klasse, so auch für den Navara. Deswegen haben wir gedacht, wir bauen einen Ford Ranger. Und da mir persönlich der Ford Raptor gefällt, habe ich mir gedacht, für die Leute, die keinen Raptor haben, der kostet jetzt fast die Hälfte, ja, wenn wir hier Widebody bauen, ein paar dicke Räder, ein paar schöne Lampen auf dem Dach, weißt du, diese, die wir bei der X-Klasse gebaut haben und bei dem... so kleine Flutscheinwerfer oben drauf. So kleine. Wir bauen quasi unseren eigenen Raptor. Genau, Belzec Raptor Edition. Nein, wir bauen auf jeden Fall den Ford Ranger. Und bevor wir den bauen, will ich wissen, wie das Auto vorher fährt und wie das Auto nachher fährt. Und ihr dürft uns mit der Kamera begleiten. Das war der Norm heute. So ist das. Ich finde das Auto sicher schön. Guck mal, als Basis schon. Nein, kein Scherz. So ein kleines Ding, ne? Sieht aber, finde ich, richtig gut aus. Richtig gut aus. Ja, oder? Macht was her, halt so kleine Einsätze und so, ne? Ja. Was richtig schön und richtig cool noch ist, Achtung, hat X-Klasse und der Navara nicht. Das kann man sehr schwer sehen, aber so ein Ding, ja. Und hier drunter sind Leuchten. Das heißt, wenn das Ding aufgeht, ja, hat man Leuchten, hat man die Ladefläche beleuchtet. Das finde ich als Idee echt cool. Echt cool. Und da hat nur ein Tankdeckel. Nicht zwei, wie bei Navara und den anderen auch. Und ihr müsst euch den von innen angucken. Wirklich, der macht was her. Gut, das ist ein Baujahr 2020. Na, guck mal, die Tachos und so weiter. Das finde ich richtig schön. Das hat nicht viel mit einem Pickup zu tun. Ist echt cool. Vielleicht kannst du am Ende so ein kleines Carbon machen, ne? Mhm, können wir alles drauf nehmen. Und jetzt fahren wir denn. Komm, setz dich neben mir, schnall dich an und los geht's. Ne, schwarzer Himmel. Nicht schlecht. Der Hobel. Ja, ich finde von innen echt cool. Richtig cool. Also so, was hier alles so eingebaut ist, wie das eingebaut ist, wie das Navi eingebaut ist, die Lüftungsschächte, Tacho ist sehr schön. Digital und so weiter, gefällt mir sehr gut. Lenkrad, guck mal schön, mit 1000 Knöpfen. Das hatten früher die Pickups nicht. Ja? Also, das war nicht so, wie es hier ist. Ja, und alles so ein bisschen hochwertig, also alles so ein bisschen lackiert und alles, ja, ich finde es cool. Ja, nicht mehr so auf Nutzfahrzeugklasse, ne? Genau, das war, früher war das ein Panzer, aber heute ist er. So ein Pickup ist halt ein PKW, der etwas höher, etwas länger, breiter ist. Ne? Und der fährt sich echt schön, ne? Echt schön. Wir fahren jetzt gerade diesen Wildtrak Edition. Ja, das ist so eine Special Edition auch noch von Ford. Ja, hier, guck mal, Armaturenbrett beledert. Ja, so Kleinigkeiten, ja, aber das sieht schon direkt hochwertig aus. Und er wird knackig, ja, so vom Fahrwerk her, finde ich. 200 PS, nein, 212 PS Diesel, das ist der ganz große. Der ist Baujahr 3 2020, also Erstzulassung hier. Und auch hier, alles schwarz, voll schön. Also das hat nicht mehr so viel mit einem Pickup zu tun. Das ist einfach nur wirklich ein richtig cooles Auto. Ich könnte mich daran gewöhnen, so ein Auto jeden Tag zu fahren. Klar, ohne Widebody geht nicht, aber mit dem Widebody, dicke Räder, so ein bisschen umgebaut, coole Farbe.
Kannst du das so filmen? Ist das möglich? Ich weiß nicht, ob das so sichtbar ist. Ja, guck mal, so orange Nähte. Guck mal, allein diesen Stoff, wie schön der ist. Ja. Ich finde das richtig cool. Richtig cool. Ja gut, aber kann man ja auch schön in Kombination mit Orange von außen machen, ne? Ja. Anlage richtig gut. Ja. Also ich habe nichts an dem Auto gefunden, wo ich sage, das gefällt mir nicht. Ehrlich. Also ein kleiner Lob an Ford. Also an dem Auto habe ich leider nichts auszusetzen. Ja, was mir nicht so gefällt. Außer zu schmal natürlich. Ja gut, Ford, also das ist zu schmal. Aber das ist kein Problem, meldet euch bei uns. Wir machen die Breite. Nein, aber ehrlich, das so unter uns, sage ich mal, ist das Auto. Also ich habe nichts auszusetzen, wirklich. Nichts, gar nichts. Und das ist selten. Das Tacho ist sehr, sehr übersichtlich. Die HiFi-Anlage gut, alles hochwertig verarbeitet, mit so kleinen Rahmen. Das ist so ein bisschen, wie heißt das, Gangmetal oder was? So eine Farbe. Gangmetal Grey. Hm? Sowas, also alles hochwertig, egal was du hier anfasst, ist richtig cool. Richtig, also wie gesagt, ich würde mir so ein Pickup auch zulegen. Ne? Gibt es die mit Schiebedach? Das ist eine gute Frage. Ne? Was auch noch gut ist, ich sehe gerade hier so Mikros, hier überall, Mikrofone. Wenn man hier telefoniert, auch bei hohen Geschwindigkeiten, ist das Auto, also der Sound, immer noch gut. Ja? Und ich bin mit dem Ranger gefahren, 190. Guck mal, wie es schaltet, immer. Du merkst das gar nicht. Das ist kein Pickup, ehrlich. Also vom Fahren, nö. Also ich bin zufrieden. Wer was anderes sagt, der ist noch nie was anderes gefahren. Lenkrad schön, fühlt sich gut an, auch hier mit schöner Naht und so weiter. Ist ein bisschen, ist ja Plastik, aber so fühlt sich hochwertig an. Also ein riesen Lob an Ford. Ja. Alles sieht so hochwertig aus. Auch wenn manche Sachen hier aus Plastik sind, fühlt sich das Plastik richtig gut an. So nicht nur lackiert, sondern fühlt sich gut an. So, darum machen wir kein Ford. Ach so, ich habe jetzt gedacht, du meinst Ford. Warum nicht? Wenn die alle so gut sind, wo man nicht meckern kann. Da gibt es ja ein paar schöne Modelle von, ne, mittlerweile. Mhm. Was? Das Auto hat 10 Gänge? Krass! Ford, ist das wirklich 10 Gänge? Sehe ich das richtig auf dem Display? Nur laut Display. Du merkst, der schaltet so sauber, du merkst es eh nicht, wenn er schaltet. Das ist kein Scherz. Können die auch 10 schreiben. Gott. Nein, aber der hat wirklich 10 Gänge. Ja, Mann. Wahnsinn. Wir fahren jetzt den vierten mit 30. So sieht's aus. Warte, jetzt sind wir auf S. Willst du ein bisschen Tacho filmen? Boah, wir fahren jetzt den fünften Gang. Achtung. Musst du selber schalten? Sechsten. Guck mal, wie sanft der schaltet. Das ist ja Wahnsinn hier. Achtung, über den siebten. Achtung. Krass. Achter. Neunter. Zehnter. Elfter. Nein. Ey, das ist Hammer. Guck mal, 160. Ratzfatz. Ehrlich? Hier sind ziemlich viele LKWs. Ich bin sehr, sehr, sehr vorsichtig auf der Autobahn. Muss man zugeben. Ja, vielleicht können wir so irgendwann ein cooles Auto testen sonntags. Ja. Vielleicht sollten wir das Auto wirklich so eine Woche fahren, so, um zu gucken, wie hoch ist der Verbrauch. Mhm. Ja, ist das gut, sehr gut. Ich habe elektrische Sitze hier. Sehr bequem, ne? Ja. Weißt du, was wir machen, glaube ich? Wir holen uns so ein Apparat mit Anhängerkupplung oder wir fragen den Kunden, ob der uns das Auto verkauft. Aber das ist echt gut. Und das ist volle Bude. Wirklich volle Bude. Alle Assistenten. Der parkt von alleine. Hier kann man sehen. Parking, das, wenn man hier drauf drückt, sucht das Auto quasi sich einen Parkplatz, wo von der Länge und Breite so was passt. Drückt man drauf, ne? Da sucht er.
drücken, sondern bestätigen und er packt von ganz alleine. Vielleicht sollten wir das mal einmal probieren. Ja. Die Scheibe ist bei Ford, eins muss ich auch noch dazu sagen, Ford bekommt nur Lob heute von mir oder von uns, weil ich hatte damals schon, das war 1995, hatte ich einen Ford Escort Cabrio, ja, damals war ich der Macher, der Checker, und der hatte auch die Windschutzscheibe beheizt. War Ford tatsächlich die ersten, die es da hatten. Ist das so? Ja. Ey, das ist krass. Ja, also ich fand das schon damals richtig gut, ne? Der Nachteil ist an der ganzen Geschichte, die Scheibe war extrem teuer. Ja? Das ist keine bezahlte Partnerschaft. Nein. Also, wenn wir irgendwelche Autos fahren, ja, ob letztens den BMW oder von Audi oder von wem auch immer, ja, wir kriegen kein Geld dafür. Das ist, bitte nicht falsch verstehen, dass irgendeiner sagt, hier, nimm 5 Euro und mach den Test. Nein, machen wir nicht. Werden wir auch nicht machen. Also, wenn uns jemand ein Auto gibt, das wir testen, irgendein Autohaus oder ein Hersteller, dann testen wir so, wie ich das empfinde. Ja. Manchmal ist gut, wenn man wenn vielleicht ein Kind mitfährt oder so, wie mein Sohn zum Beispiel, die sehen die Autos noch etwas anders als wir. So, dann sollen wir einen Parkplatz suchen. Muss ausprobieren, wie der parkt. Ja. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir suchen einen Parkplatz. Und zwar, er sucht. Ich sag immer, wer sucht, der findet. Aha, Parkplatz gefunden. Stopp. So, Lücke gefunden, Rückwärtsgang. Warte. Machen. Check. Und los geht's. Achtung. Ich habe damit nichts zu tun. Guck mal, wie kann, das ist gut. Das ist. Meinst du, passt das vorne? Mhm. Also fort. So, ehrlich jetzt. Ist das wirklich so ausgemessen? Ja, bestimmt. Krass. Na gut, sind wir am Bordstein. Da hat nicht gesehen, dass wir an einer Bushaltestelle sind. Oh! Nee, der fragt da trotzdem mal. Jetzt muss nach vorne. Niemals. Steht jetzt, bitte vorwärts fahren. Ja, okay. Jetzt. Weiter. Stopp. Der sagt mir, wann ich. Ey, das ist krass. Das ist gut. Ich mag das Auto immer mehr. Rückwärts fahren? Ja? Nein. Rückwärts kann ich nicht mehr. Ja, gut, der Bordstein läuft halt hier schon. Der Bordstein, ja, das ist, aber ey, der parkt echt gut, ne? Meinst du, kann das auch mit dem Anhänger machen? Nee. Nein, du lachst, aber bei Crafter. Ja, ja. Dann denkst du, ja, gibt es sowas. Cool, haben wir wieder was gelernt und ausprobiert. Aber du hast einen ST, ne? Oder RS? RS. Oh, Entschuldigung, ich habe einen RS. Mhm. Ja, müssen wir auch mal einen Film drehen. Ein Video. Können wir anschieben. Wieso? Weil der Motor draußen ist. Mit Favaone. Ja. Ja. Flintstones. Das gleiche wollte ich auch sagen. Jetzt fahren wir zur Basisstation zurück. Wir haben heute einen Termin mit Audi Zentrum Krefeld, Tölke und Fischer. Was wir da besprechen, wird euch gefallen. Und zwar, wir bauen zusammen mit Audi Zentrum Krefeld, Tölke und Fischer nochmal, einen Audi RS Q3 zusammen. Sportback. Ja. Sportback. Widebody, natürlich mit Wide. Natürlich was sonst. Es wird breit. Ja. Wir werden das filmen vom Scannen und so weiter und so weiter. Ja. Und am Ende kann man den Audi RS Q3 bei uns erwerben. Oder über Audi Zentrum Krefeld. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu
zu viel zugequatscht und euch hat das Video gefallen. Falls ja, schenkt uns ein Abo, ein Like und einen Kommentar. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Stop smoking the cess, I turn redundant. Mama calling, I'm ignoring myself. Can't stomach her dwelling. She said he telling me I'm the center of all my problems. But I can't complain, I ain't a man of my own. I'm 26, not home. I ain't grown, I've been wasting my way to progress. But at least I got your love on my back. You said he making me laugh. For that, I gotta thank the Lord above us. Cause he make me smile when my world look gray. He make me laugh when my center is blue. My world's low pockets in these words I make. Yeah, I'm a scrub, but at least I got you. Yeah, at least I got you. And I just wanted to say thank you.